Kommen Sie, lassen Sie mich das machen. Sonst stehen wir morgen noch hier. Schließlich sind wir in Italien. Nicht schlecht, 3 Sekunden. Geben Sie zu, dass Sie beeindruckt sind. Sehr. Hey, buongiorno, signora. Mi scusi, tu sei Niki Lauda. Ja. Yeah. Te l'avevo detto che era lui. Madonna mia, non ci credo proprio. Niki Lauda, Maron. Avete bisogno di un passaggio. Ehrlich gesagt, ja. Okay. Ist mir eine Ehre, Niki. Danke sehr. Danke. Mein Auto ist dein Auto. Aber runter eine Bedingung, ja? Es ist ein Schrotthaufen. Eine scheiß Karre. Aber wenn du fährst, vergesse ich das mein Leben lang nicht, Niki. Ma chi è che ci crede che Niki Lauda sta portando la macchina di nonna mia? Niki Lauda, non vedo l'ora quando andiamo da Mario! Ma ti vedi, Lauda? Niki Lauda, Niki Lauda, Niki Lauda, Maronna! Kann mir mal jemand erklären, was hier läuft? Wer sind Sie? Muss ich Sie kennen? Was? Maronna, wissen Sie das nicht? ist Niki Lauda, Formel 1-Rennfahrer. Ja. Hat gerade unterzeichnet bei Ferrari. Er? Ja. Ja. Unmöglich. Wieso? Na, Sie wissen doch, Formel 1-Fahrer. Die haben lange Haare, sind sexy und tragen bis dahin offene Hemden. Danke. Ja? Und sehen Sie doch nur mal, wie er fährt, wie ein alter Mann. Hm. Es gibt keinen Grund, schnell zu fahren. Erhöht bloß das Verkehrsrisiko. Wir haben es nicht eilig, ich werde nicht bezahlt. Und mir winkt doch keine Belohnung. Also warum sollte ich schnell fahren? Weil ich Sie darum bitte. Kriegst du immer, was du willst? Ja, meistens. Niki Lauda war fast eine Minute lang in einem Inferno von 800 Grad eingeklemmt.